Kölner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Kölner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Kölner live. Willkommen zurück bei Fellner Live. Bei mir zu Gast jetzt Österreichs bekanntester Virologe, Professor Norbert Nowotny. Schönen guten Abend. Guten Abend, Herr Fellner. Ich habe es inzwischen aufgegeben, dagegen ja, zu protestieren. Mittlerweile schon unser Running Gag. Standard, hier. Genau. Ja. Aber zurück zum Ernst sozusagen der Lage. Schauen wir zu den aktuellen Zahlen. Mhm. Es sind heute 1818 Neuinfektionen. Gestern waren es 1900 Neuinfektionen. Also doch mehr, als wir in den letzten Tagen hatten. Aber noch immer zum Glück nicht diese ganz große Explosion. Wie sehen Sie das? Ja, also die Gründe sind bekannt, denke ich. Erster Grund, Hauptgrund, es wird einfach viel mehr getestet. Also wir haben jeden Tag jetzt fast, also über 60.000 PCR-Tests, ganz zu schweigen von den Antigen-Tests, die sind ja um die zwischen 200 und 250.000. Und das ist toll, also wirklich ein großes Lob an die österreichische Bevölkerung, dass das Testen jetzt gut funktioniert. Und damit fischen wir einfach sehr viele Infizierte heraus und das ist gut so. Die zwei anderen Dinge sind nicht so gut. Das ist eben, dass sich die britische Variante, die ja ansteckender ist und leider, wie wir jetzt auch erfahren haben, zu einem doch schwereren Krankheitsbild führen wird, dass sich die vermehrt ausbreitet. Und das Letzte ist, wir sind eben am Tag 11 der Lockerungen und das schlägt sich leider natürlich auch in den Zahlen nieder. Apropos Lockerungen, ist ein gutes Stichwort. Sie haben gesagt, 11. Tag der Lockerungen. Es steigt jetzt, aber es explodiert zum Glück noch nicht. Wie sehen Sie denn diese Lockerungen? War das zu riskant, dass wir geöffnet haben? Oder war es jetzt angesichts der Zahlen, die wir da jetzt haben, in Ordnung? Nein, es war absolut in Ordnung, habe ich auch gesagt, immer wieder. Denn nach 6 Wochen, unter Anführungszeichen, Zeichen zwar, aber trotzdem harten Lockdown, glaube ich, hat sich die österreichische Bevölkerung gewisse Lockerungen verdient. Und wir mussten auch andere Dinge einkaufen als nur Lebensmittel. Also das war absolut richtig. Wir mussten auch zum Friseur. Kinder in die Schule. Kinder in die Schule. Und die Zahlen haben es hergegeben. Und wie wir jetzt sehen, also wir sind durchaus noch in einem akzeptablen Bereich. Wie lange das weitergehen wird, wissen wir nicht. Was ich sehr hoffe, ist, dass die Schulen in der derzeitigen Form, die ist ja gut, ja, dieser Schichtbetrieb ist also zwei Tage und am Freitag dann Homeschooling und verpflichtende Tests sowohl der Schüler als auch der Lehrer. Ich denke, so werden wir das schaffen und sollten es auch schaffen bis zu den Osterferien. Sie haben gerade angesprochen, die Schulen, da gibt es jetzt auch die Zahlen des Bildungsministeriums dieser ersten Öffnungsschritte in den Schulen und die sind eigentlich erfreulich, muss man sagen, nur ein paar hundert Schüler wurden positiv getestet, obwohl es ja wirklich, muss man sagen, da ganz massive Tests gibt. Kinder müssen sich jedes Mal testen lassen, wenn sie in die Schule gehen. Hat Sie das überrascht, dass es so wenig Fälle in den Schulen sind? Nein, hat mich eigentlich nicht überrascht, weil ich bin nach wie vor einer, der nicht davon ausgeht, dass in den Schulen das große Infektionsgeschehen sich abspielt. Natürlich können hier und da auch in den Schulen Superspreader sein, aber das ist eher nicht das Übliche. Und natürlich, ja, wir wissen, dass gerade diese Nasenbohrertests bezüglich der Empfindlichkeit nicht extrem hoch sind, aber egal, jene mit einer hohen Viruslast detektieren sie und die werden erwischt und das sollte ausreichen. Bleiben wir noch kurz bei den Öffnungen. Im Rahmen der Öffnungen gab es ja die FFP2-Maskenpflicht in den Geschäften. Jetzt gibt es ein Schreiben des Gesundheitsministers an die Länder, wo er auffordert, auch eine FFP2-Maskenpflicht im Freien einzuführen. Also dort, wo viele Menschen sind, wenn man sich anstellt, beispielsweise vor einem Geschäft, aber auch auf Märkten, belebten Einkaufsstraßen etc. Was halten Sie von dieser Idee?
gestern heftigst diskutiert, heftiger als ich eigentlich erwartet habe. Also ich war an sich immer einer, der gesagt hat, im Freien werden wir es eher nicht brauchen. Ich bin nach wie vor dieser Meinung, wenn der Mindestabstand von 2 Metern eingehalten werden kann. Und das gilt ja auch jetzt nach wie vor. Und es ist ja nicht eine österreichweite Verordnung, sondern es können die Landeshauptleute oder die Bezirksverwaltungsbehörden, wenn in bestimmten Bereichen die Gefahr besteht, dass eben der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, dass es vielleicht zu Menschenansammlungen kommt, dann kann die Behörde auch im Außenbereich diese Maskenpflicht verfügen. Wir wissen, die Hauptübertragung ist nach wie vor Mensch-Mensch, Tröpfcheninfektion. Und wenn die Menschen eben zu nahe zusammen sind, jetzt egal ob drinnen oder draußen, dann kann es natürlich zu einer Ansteckung kommen. Die anderen beiden Übertragungsarten, Virus als Aerosol, also luftgetragen, das ist praktisch ausschließlich in Innenräumen. Und die dritte Art, die sogenannte Schmierinfektion, sprich Türklinke, die vielleicht kontaminiert ist, das betrifft ebenfalls nur die Innenräume. Aber die Hauptübertragung Mensch-Mensch, wenn kein Abstand oder nicht ausreichend Abstand gehalten wird, kann natürlich im Außenbereich auch passieren. Jetzt apropos Außenbereich, wird natürlich auch gerade darüber diskutiert, wie man die Gastro öffnen könnte, ob man sie überhaupt öffnen könnte. Da gibt es alle möglichen Vorschläge und einer dieser Vorschläge ist zum Beispiel, dass man vielleicht als ersten Öffnungsschritt einmal die Schanigärten öffnet. Wie sehen Sie das? Wäre eine Möglichkeit und ich weiß, es wird jetzt diskutiert, wie viele Menschen dann auf einem Tisch Platz nehmen dürfen. Natürlich nur mit Eingangstests, also das scheint auch schon fix zu sein. Das halten Sie, kurze Zwischenfrage, für sinnvoll, diese Eingangstests? Absolut. Also die halte ich schon für sinnvoll und notwendig. Schanigärten, ja, wann jetzt früher kommt, könnte man versuchen. Es ist trotzdem meiner Ansicht nach, wenn Handel komplett offen ist und Gastro jetzt komplett offen, dann werden die Infektionszahlen halt schon wieder deutlicher ansteigen. Ich habe irgendwann einmal gesagt, ich könnte mir vorstellen, wenn man jetzt den Handel wieder teilweise schließen würde, dann könnte man die Gastro aufmachen. Mhm. Ja. Oder die Friseure waren, glaube ich, auch. Oder also die Dienstleister. Oder die Dienstleister. Also es ist einfach so, das Virus ist überall in nicht wahnsinnig hohem Ausmaß, das muss man auch sagen. Aber wenn wir alles öffnen, könnte es gefährlich werden. Wobei ich eines sagen muss. Also wenn, sagen Sie, müssten wir irgendwas abtauschen. Wäre vom Virologischen wahrscheinlich sinnvoll, um nicht in zu hohe Zahlen hineinzukommen. Und wie ich angesprochen habe, leider ist diese britische Variante, die sich ja immer mehr ausbreitet, führt auch zu einem schwereren Krankheitsbild. Aber wenn ich das eine noch sagen darf, wir können uns derzeit und in naher Zukunft höhere Infektionszahlen erlauben, sobald wir die vulnerable Gruppe, sprich ältere Menschen in Alten- und Pflegeheimen, aber auch ältere Menschen, die nicht in Pensionisten- und Pflegeheimen sind, geimpft haben. Also wenn die geschützt sind, alle über 75-Jährigen, dann können wir uns auch höhere Fallzahlen erlauben, denn dann wird oder sollte nicht allzu viele schwere Krankheitsbilder mehr auftreten. Das heißt, es sollte zu keiner Überlastung der Spitäler kommen. Ich würde nur gerne einhaken bei dem, was Sie gesagt haben, weil das schon ein spannender Punkt ist. Sie haben gesagt, man müsste wahrscheinlich etwas abtauschen, wenn man die Gastro öffnet. Jetzt gibt es ja einige, auch in Regierungskreisen, die sagen, wir haben mit den Friseuren und den körpernahen Dienstleistern es wirklich geschafft, dass da Hunderttausende sich testen gegangen sind. Nur irgendwann war jeder mal beim Friseur, hat er mal sozusagen das Grundbedürfnis. Wir waren beide, genau. Genau, gestillt. Und man hat da ein bisschen bei den Tests den Plafond sozusagen erreicht. Man erreicht jetzt da immer nur die gleichen Leute. Wäre es nicht gerade, wenn man diese Teststrategie sich anschaut, sogar spannend zu sagen, okay, jetzt schließen wir beispielsweise die körpernahen Dienstleister wieder und öffnen dafür die Gastro, um damit eine andere Zielgruppe zu erreichen, die man dann testen kann? Wäre eine Möglichkeit. Ja. Fänden Sie interessant, dass man dann sozusagen hier in eine andere Zielgruppe vorstoßen könnte? Richtig. Es muss einem halt klar sein, dass diese Schnelltests nicht hundertprozentig sind. Ja. Und zwar in beide Richtungen nicht. Also wenn er positiv ist, dann wird ohnehin ein PCR-Test nachgeschaut.
geschoben. Ja. Und der zeigt dann das wahre Ergebnis an. Aber er geht auch in die andere Richtung. Das heißt, es gibt durchaus auch Negative, die sehr wohl infiziert sind, aber keine hohe Viruslast in sich tragen. Weil alle mit hoher Viruslast sollten eigentlich auch durch die Schnelltests detektiert werden. Sie haben vorher gesagt, aufgrund der Impfungen, die jetzt doch langsam, aber doch... Viel zu langsam, aber ein bisschen was tut sich ja, muss man sagen, zum Glück, anlaufen, können wir uns höhere Infektionszahlen leisten. Was heißt denn das Ihrer Meinung nach? Wo wird es gefährlich oder wo müssen wir sozusagen wieder über neue Schließungen, weitere Schließungen, einen nächsten harten Lockdown nachdenken? Ich möchte jetzt das nicht an einer absoluten Zahl fixieren, weil die steht dann sofort in der Zeitung. Es wird laufend evaluiert. Wir kennen dieses Virus jetzt Gott sei Dank schon relativ gut. Wir können die Entwicklungen schon relativ gut vorhersehen. Und das heißt, die Politik wird sehr wohl sehen, wann ein Punkt erreicht ist, wo wir vielleicht wieder restriktivere Maßnahmen in bestimmten Bereichen einführen müssen. Aber wir müssen Ihrer Meinung nach nicht zwingend auf diese 50er-Inzidenz runter, die da in der Vergangenheit immer wieder genannt wurde. Die 50er können wir sowieso vergessen. Naja, war immer wieder das Ziel, das genannt wurde. Die 50er werden wir nicht erreichen. Ich fürchte, die Österreicherinnen und Österreicher sind nicht so diszipliniert, wie es die Deutschen sind. Die sind ja nahe dran an den 50ern. Bei uns, die wollen jetzt aber 35 sogar. Naja, oder sogar darunter. Ja. Aber es ist schon so, bezüglich der Inzidenz, habe ich auch schon öfter gesagt, wäre es natürlich schon sinnvoll, dass wir wieder ein Revival der Corona-Ampel anstreben. Und das passiert ja teilweise, also nicht wirklich mit der Ampel, aber Beispiel Bezirk Hermagor, der ja derzeit über 500 ist, hier werden lokale Maßnahmen gesetzt. Das heißt, in jenen Bezirken, in jenen Bereichen, wo die 7-Tages-Inzidenz zu hoch ist, muss man einfach lokale Maßnahmen setzen und das wird dann auch den Infektionsdruck. Aber das heißt, Sie sagen, es wäre jetzt sinnvoll, ob es die Ampel ist oder was anderes, aber wieder hier nach Bezirks- bzw. regional vorzugehen und auch hier dort, wo es wirklich hohe Inzidenzen gibt, viele Fälle gibt, wieder strengere Maßnahmen zu machen, aber dort, wo es die eben nicht gibt, kann man dann vielleicht auch lockern. Kann man auch lockern, ja. Aber jetzt Wien ist zum Beispiel relativ lange sehr gut dagestanden, aber jetzt, indem die britische Virusvariante überhand nimmt, wir haben ja in Wien an die 40% bereits der Neuinfektionen aufgrund der ansteckenderen britischen Virusvariante, haben wir auch Wien jetzt eine erhöhte Fallzahl. Also wir müssen trotzdem leider weiter aufpassen. Abschließend noch zu diesem Themenkomplex. Glauben Sie, dass wir noch einmal einen ganz harten Lockdown haben werden? Wirklich alles zu ist? Nein, ich könnte mir vorstellen, dass es die Politik schaffen wird, nachdem wir in etwa jetzt schon wissen, wo es hingeht, mit rechtzeitigen Restriktionen in bestimmten Bereichen die Sache im Griff zu behalten. Mhm. Das denke ich. Natürlich gibt es auch Leute, ganze Bewegungen, die sagen, wir machen 2 Wochen aber wirklich komplett alles zu. Mhm. Ja, die gibt es auch. Die berühmte Zero-Covid. Genau, richtig. Ich glaube, gerade in Österreich, gerade wo die Bevölkerung Corona müde ist, wird das wahrscheinlich eher nicht funktionieren. Es gibt ja auch einen anderen Vorschlag, und zwar kam der aus der Stadt Wien und vom Wiener Gesundheitsstatter, der hat einen Wochenend-Lockdown vorgeschlagen, gesagt, von Montag bis Donnerstag mehr oder weniger normal offen lassen, Freitag bis Sonntag alles zumachen. Was halten Sie von der Idee? Ich glaube, es wird die Zahlen nicht runterbringen. Und es hat seinen Grund, dass man vor einer Woche oder 1,5 Wochen, wie der Vorschlag gemacht wurde, der sehr diskutiert wurde, aber man hört nicht wirklich viel jetzt mehr davon. Wahrscheinlich wird er nicht viel bringen vom Virologischen. Es ist auch so, was machen dann die armen Handelsangestellten? Ja, die können dann überhaupt nicht mehr einkaufen gehen, weil die sind eben unter der Woche in ihrem Job und am Wochenende ist dann wieder alles zu. Also ich glaube, da müsste man viele Dinge noch durchdenken, aber im Prinzip innovative Ideen sind immer gut und
man muss sie dann einfach nachher durchdiskutieren und schauen, ob sie praktikabel sind oder nicht. Kommen wir zur Mutation. Wir haben ja derzeit zwei Mutationen, die uns vor allem in Österreich Sorgen machen. Das eine ist die britische Mutation, die sehr weit verbreitet ist mittlerweile. Das andere ist die südafrikanische, die vor allem in Tirol derzeit nachgewiesen werden konnte. Wie besorgniserregend sind diese beiden Mutationen? Welche bereitet Ihnen mehr Sorgen? Ja, die südafrikanische, nicht? Das ist ganz klar. Und ich kriege auch immer wieder Anfragen, ja, warum werden die beiden nicht gleich behandelt? Beide sind ansteckender als die vorher zirkulierenden Virusvarianten, also das wissen wir. Warum die südafrikanische besorgniserregender ist und warum daher strengere Maßnahmen in Tirol notwendig waren oder auch überall, wo die jetzt sonst noch auftauchen sollte, ist, dass nun einmal die Impfstoffe oder die meisten Impfstoffe auch nicht wirklich also zu 100% oder 90% gegen eine Infektion mit dieser Virusvariante schützen. Und daher sollten wir tunlichst versuchen, die einzugrenzen. Südtirol hat das ja auch gemacht, also einige wenige Fälle. Und dann wurden eben gleich die Orte mehr oder weniger unter Quarantäne gestellt. Also das ist leider notwendig. Die britische Variante breitet sich von Osten ausgehend ohnehin jetzt in Österreich aus. Wie viel Prozent der Fälle sind mittlerweile auf die britische zurückzuführen? Es gibt ein Ost-West-Gefälle in dem Fall. Und jetzt? Im Schnitt weiß ich es nicht, aber wir liegen höher als Deutschland. Deutschland, glaube ich, hat 22%. Wir liegen also mehr als jeder fünfte Fall auf jeden darüber. Fall. Ja. Mhm. Jetzt gab es ja auch immer wieder die Diskussion, inwiefern helfen die Impfstoffe gegen die Mutationen. Mhm. Ja, bei der britischen, glaube ich, dürften wir ganz gut unterwegs sein. Helfen alle. Bei der südafrikanischen war die Frage AstraZeneca. Ja, nein, wird, glaube ich, noch immer diskutiert. Was ist da der letzte Stand der Wissenschaft? Der letzte Stand ist, dass nur relativ wenige Untersuchungen gemacht wurden und die Untersuchungen wurden nur an leichten Verlaufsfällen gemacht. Ja, also ich gehe nach wie vor davon aus, dass auch der AstraZeneca-Impfstoff vor einem schweren Verlauf mit der südafrikanischen Variante schützt. Und wir wissen aber inzwischen auch vom BioNTech-Pfizer-Impfstoff, der schützt auch nicht zu 100% gegen die südafrikanische Variante. Apropos Impfungen, da wird ja jetzt auch heftig diskutiert, gerade wegen dem AstraZeneca-Impfstoff. Man weiß vom medizinischen Personal, dass teilweise sagt, wir wollen uns nicht mit AstraZeneca impfen lassen, wir wollen unbedingt den BioNTech-Pfizer, weil der besser wirksam ist. Verstehen Sie das? Können Sie das nachvollziehen oder sagen Sie, auch der AstraZeneca ist besser als nichts? Ich wäre heilfroh, wenn ich hier und jetzt den AstraZeneca-Impfstoff verabreicht bekommen würde. Sie sind noch nicht geimpft? Ich bin nicht geimpft. Virologen sind irgendwann ganz zum Schluss dran, also im Sommer. Okay. Sind ja keine Bürgermeister, nicht? Ja. Also ich weiß, die armen Bürgermeister, dieser Schmäh wird jetzt des Öfteren sein. Ja. Aber Sie würden zum Beispiel, das ist aber ein guter Punkt, Sie sagen, Sie würden sich den AstraZeneca sofort impfen lassen. Ich würde mich mit einem chinesischen Impfstoff impfen lassen. Das ist nichts gegen die chinesischen. Wirklich jeder Impfstoff ist besser als keiner. Und AstraZeneca ist ein guter Impfstoff. Nach der ersten Immunisierung haben wir über 70% Schutz. Wir wissen beim AstraZeneca-Impfstoff, er wirkt am besten, wenn der zweite Teil der Grundimmunisierung erst nach 11 bis 12 Wochen erfolgt. Und danach haben wir in etwa 85% Schutz. Das ist nicht schlecht. Und was wir auch wissen, der AstraZeneca-Impfstoff wirkt komplett, also quasi zu 100% vor schweren Verlaufsformen. Und das ist ja eigentlich auf das, wo wir hinaus wollen. Natürlich, der BioNTech-Pfizer-Impfstoff und der Moderna-Impfstoff, sie wirken, sie haben einen höheren Wirkungsgrad. Ist halt mal so. Wann wird denn Ihrer Meinung nach die Impfung denn wirklich so weit verbreitet sein bei uns in der Bevölkerung, dass wir dann auch etwas davon merken, also dass dann wirklich Infektionszahlen beginnen zu sinken, hospitalisierte Intensivpatienten etc. Wann wird dieser Zeitpunkt Ihrer Meinung nach erreicht sein? Also Hospitalisierungen, Intensivpatienten, denke ich relativ bald, denn wir impfen ja jetzt gerade jene Gruppen, die am vulnerabelsten sind. Das heißt, da sollten wir relativ bald, sobald wir jetzt auch österreichweit alle über 80-Jährigen, alle zwischen 75 und 80 geimpft haben, sollte sich das auswirken. Und wir wissen ja, BioNTech-Pfizer-Impfstoff wird im Abstand von etwa 3 Wochen verimpft.
geimpft und 2 Wochen nach der Zweitimpfung ist der Schutz gegeben. Das heißt, da sollten wir bald etwas sehen. Bezüglich der Allgemeinbevölkerung, aufgrund des Mangels an Impfstoffen, der derzeit herrscht und auch noch in der nächsten Zeit, wird es noch dauern. Und das wird, da wird es dann Sommer werden. Und nachdem beim AstraZeneca-Impfstoff ein Abstand von im Wesentlichen 3 Monaten zwischen den Teilimpfungen besteht, dauert es, es wird Sommer oder Frühherbst werden, bis wir dann generell viele Effekte sehen. Aber bezüglich Hospitalisierungen und Intensivstation bin ich zuversichtlich, dass wir bald eine Erleichterung sehen werden. Sie beobachten dieses Thema ja sehr genau. Sehen Sie da jetzt ein bisschen eine Verbesserung oder ist das noch immer ein Impfdesaster? Nein, also dort, wo geimpft wird, ist das gut organisiert und funktioniert. Unser einziges, aber sehr großes Problem ist, dass wir nicht genug Impfstoff zur Verfügung haben. Aber das soll sich ja anscheinend in den nächsten Wochen jetzt ändern und vor allem im 2. Quartal hieß es zuletzt, oder sozusagen bis zum Ende des 2. Quartals sollen dann 4 Millionen Österreicher geimpft sein bis zum Sommer. Glauben Sie diese Zahl? Ja, das glaube ich schon, nur, also die Hälfte der Bevölkerung. Nur dann haben wir halt Sommer, ja. Nicht? Also es wäre natürlich besser, aber das ist, Sie wünschen, wir spielen, wenn wir jetzt Impfstoffe zur Verfügung hätten und die haben wir nicht. Abschließend noch, diese Woche war ein Virologenkollege von Ihnen hier zu Gast im Studio, Christoph Steininger, und der hat gesagt, er rechnet damit, dass diese Pandemie definitiv bis 2022 dauern wird und es wird sich jetzt über das ganze Jahr noch wellenförmig verhalten. Befürchten Sie das auch? Sie haben einmal gesagt, Spätsommer, früher Herbst ist so Ihre Einschätzung. Ist das aufgrund der Mutationen jetzt pessimistischer Ihr Ausblick oder bleiben Sie dabei? Ich bleibe bei Frühherbst, dass sich einigermaßen Normalität einstellen wird. Sommer, ja, Sommerurlaube etc. wäre ich noch extrem vorsichtig. Das heißt, der Sommerurlaub wird nicht normal sein? Nein. Im Sinne von, wir werden nicht wirklich viel verreisen können, oder? Genau. Es wird wieder mal ein Urlaub in Österreich sein und Österreich ist schön. Es gibt ganz viele Dinge in Österreich zu entdecken. Aber in Österreich werden wir Normalurlaub machen können, glauben Sie? Davon gehe ich aus. Sehr gut. Ohne Maske. Draußen zumindest. Draußen, ja. Am See. Gut, und ganz zum Schluss noch, Herr Professor, weil es eine aktuelle Geschichte ist, die gestern hochgekommen ist und in Deutschland heftig diskutiert gerade wird. Ein deutscher Wissenschaftler, Professor, sagt, es gibt 600 Hinweise, dass das Coronavirus aus einem Labor in Wuhan kommt. Wie sehen Sie das? Es war ja eine Delegation der Weltgesundheitsorganisation dort und hat klar festgestellt, dass das nicht der Fall ist. Auch vom Virologischen, es spricht so gut wie alles dagegen. Ja, also es spricht alles dafür, dass dieses Virus tatsächlich den Ausgang genommen hat von chinesischen Fledermäusen. Und dann über diesen Markt. Und dann über den Markt auf die Menschen. Also das ist die weitaus plausiblere Erklärung. Ich habe einmal, glaube ich, auch schon gesagt, es ist so, dass wenn das ein man-made Virus wäre, ein von Menschenhand geformtes, erschaffenes Virus, dann wäre es besser. Ja? Denn auch jetzt ist es so, dass es noch immer nicht perfekt an die menschlichen Rezeptoren bindet. Das heißt, was wir jetzt mit diesen ansteckenderen Virusvarianten natürlicherweise sehen, das hätte, wenn das einer gemacht hätte, hätte der also das schon längst gemacht. Hätten Sie es besser gemacht. Ja, hätten wir es besser gemacht, unter Anführungszeichen. Ja. Also, wie gesagt, das, was das Virus jetzt natürlicherweise macht, ansteckender werden und so, das hätte man, wenn das ein von Menschenhand gemachtes Virus wäre, hätte man das gemacht. Herr Professor Nowotny, vielen Dank für den Besuch im Studio. Sehr gerne. Wir machen eine ganz kurze Werbepause, sind dann gleich wieder zurück und dann haben wir ein ganz spannendes Duell für Sie. Wolfgang Rosam, einer der bekanntesten PR-Berater Österreichs, und Robert Miesig sind gleich da. Und die beiden diskutieren gleich unter anderem zur Causa Blümel. Soll der Finanzminister zurücktreten oder soll er nicht zurücktreten? Was sagen Sie zu den Angriffen der ÖVP auf die Justiz? Ist das berechtigte Kritik oder gehört sich so etwas nicht? Und wir sprechen natürlich auch über Corona und weitere Öffnungsschritte. Und die Frage, kann und soll man beispielsweise die Gastronomie öffnen? Wolfgang Rosam war selber heute Vormittag beim Gastrogipfel im Bundeskanzleramt. Mal schauen, was er uns dazu berichten kann. Ganz kurze Pause, dann sind wir gleich zurück.